Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute fange ich mal den Let's Play von The Legend of Zelda an. Zelda. Dieses Spiel habe ich schon lange nicht mehr angespielt, Und ich freue mich natürlich unglaublich auf dieses Let's Play, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil das ist eigentlich in meinen Augen das beste Spiel, das jemals gemacht wurde. Und ja, ich glaube, viel mehr muss man echt dazu nicht sagen. Ich hoffe, euch wird es genauso gefallen wie mir und fangen wir mal an. Ich habe schon ein Profil gemacht, Blunt, hab nicht gespielt. Das heißt, ihr werdet den langen Tutorial, da muss ich euch unterhalten. Gut, mal gucken. Das ist die lange Geschichte von Link. Ja, es war jetzt in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum auf. Ich mache keine Spoiler. Das wäre wohl besser für alle Beteiligten. Da bin ich, der kleine Junge, auf dem verpixelten Bett. Ist das nicht herrlich? Das hätte echt als Widescreen durchgehen können, glaube ich. Ist das Widescreen-Format? Nee, ich glaube nicht ganz. Oh, er ist wach. Nee. Hä? Warum hat er seine Augen auf? Fällt mir erst jetzt auf. Eigentlich sollte er schlafen. Oh ja. Ein Traum. Okay, schön. Ein Albtraum oder freudiger Traum. Ich weiß es nicht. Freudiger Traum. Yay. Freudiger Traum. Albtraum. Alter, hat er eine große Nase. Hat mir die Hand gezeigt. Talk to the hand. Navi, Holde, höre die Worte des Dekobaumes. Ich höre dich. Der diabolische Kräfte wird rund unser Land, bla bla bla. Komm. Wer die Geschichte nicht kennt, ihr habt was verpasst. Außer der Anfang. Oh komm, diese Fee wird die. Oh, ich hasse diese nervige Fee. Kann sie nicht weniger labertaschenmäßig sein? Das wird toll. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Da gibt's viele. Wieso kann ich das nicht schneller machen? Wie in einem Pokémon-Spiel. Aber hier geht's nicht. Das ist dieses langsame. Das ist diese Stunden hier. Stunden, bis dieses Einleitungstutorial-Dings hier fertig wird. Gut, zisch ab. Piss dich. Okay. Ego-Perspektive. So wurden die Ego-Shooter erfunden. Das war natürlich eine Lüge. Und. Na? Das ist kein Junge, du Holzkopf. Der hat einen Fee, du Holzkopf. Und dieses Hey werdet ihr übrigens ziemlich oft hören. Im Übrigen so rum. Ja, betrunken. Betrunkenes Vieh. Okay, das Vieh ist wirklich betrunken. Los, flieg und sieg und mach brrr! Du bist Sailor Moon! Rein da! Oh, die hätten es nicht langsamer machen können. Die hätten es nicht langsamer machen können. Oh, jetzt geht's los. Nee. Hey, mach die Augen offen. Hallo, Blunt, wach auf. Ich bin wach, was ist dein Problem? Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Blunt, ich bin noch wach! Siehst du doch, meine Augen sind offen. Ich guck nur mein Bett an. Find's gemütlich. Was soll das werden? Was ist für mein Körper hindurch? Soll ich so in den Händen diese Schlafmütze liegen? Ich schlafe nicht! Aber ich hab eine Schlafmütze drauf. Meine Augen sind immer noch offen. Du bist hässlich. Geh weg. Irgendeine Fee ist in seiner Bude, labert ihn blöd an, der, okay, hallo, wie geht's dir so?
Oh, ich bin mir egal, wie du Navi. Ich fällt gerade auf, ein Navi ziemlich praktischer Name wäre. Er navigiert ja, das Viech. Oder eine Seekanu. Okay, hat's einfach mal hingenommen. Gut, lass mich hier raus. Ach nö. Kokiriwald! Lass mich runter! Ich bin gefräst! Oh nö, die Bitch schon wieder. Die böse Nachbarin, die mir immer Streiche gespielt hat. Guten Morgen, Brand. Sie sieht nett aus, aber in Wahrheit ist Teufel in Person. Könnt ihr glauben. Oh, komm. Hey, eine Fee. Mein Beileid. Endlich hast du auch eine Fee, Blonde. Ich hätte lieber Beileid gewünscht bekommen. Ich freue mich so für dich. Ich mich aber nicht. Nun bist du auch ein wahrer Kokiri. Ist es wirklich wahr? Der Dekobo möchte, dass du... Ich habe nichts gesagt. Das Viech kann Gedanken lesen. Es ist eine große Ehre, vor dem Dekobo treten zu dürfen. Ich wollte so spoilern, aber geht nicht. Ich weiß nicht, wie viele das Spiel schon gesehen haben. Geh weg. Okay, ich bin zu schwach. Aber warte mal, kann ich... Kann ich einfach in irgendwelchen Häusern rein und... auf krassen Gangster tun und alles klauen? Hat mir übelst viel gebracht. Also doch, nicht hier drin. Was ist denn das? Die nimmt es ganz schön locker, dass ich ihre Vasen kaputt mache, aber das ist egal. Scheiße, was willst du überhaupt? Hey. Meine Schwester hat einige Rubine genommen und ist zum Kokiriladen gegangen, um dort einzukaufen. Apropos Rubine, je größer deine Börse ist, desto mehr Rubine kannst du tragen. Also gut, ich klaue deine. Gefällt dir das? Geh raus! Oh, das war ein kleiner Leck. Weißt du gar nicht, wo das kommt? Geld bekommen! Oh, schau zu mir herauf! Mit Z schaust du mich an und mit A kannst du dir... Woher weißt du, dass ich den Controller in der Hand habe? Okay, Z, reden, Schiat. Ich kann so auf mein Joystick kloppen, wie ich will. Geht nix. Oh. Du willst mir Kämpfen beibringen? Tut mir leid, von der Blonden nehme ich nichts hin. Tut mir leid, dass alle Zuschauer, die blond sind. Kann ich jetzt weiter hier? Nein, du nervst immer noch. Ah, mit B geht das schneller. Oh. Ich hätte drauf kommen können. Okay, gib mir was. Ups. Okay. 40 Rubine! Du Schwein! So teuer. Du. Oh, piss dich. Ich schlag dich? Ja, komm. Ey, du feenloser Versager. Ich hab doch eine Fee, was willst du? Was hast du mit dem Dekobon zu bereden? Keine Ahnung. Ohne Fee bist du nicht mein richtiger. Was war das über den Kopf? Was? Du hast eine Fee. Schwer von KP, Leute, hier. Was muss ich da hören? Wie sollte er dich und nicht den großen Mido zu sich rufen? Tut mir leid, aber du siehst nicht gerade hetero aus. Das kann nicht sein. Doch, ist so. Ich glaube es einfach nicht. Kauf dir erstmal eine Hose, die nicht kaputt ist. Wie willst du denn mit dem Dekobaum denn ohne Schwert und Schild gegen niemand treten? Wieso muss ich mich mit dem Baum kloppen oder was? Oh Mann, ey. Ja, piss dich. Regelrecht davon auszählen. Sehen die gut aus? Warte mal, ist nicht das Haus? Oh, es gibt schon wieder Geld voran.
Ach so. Oh, oh, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nein. Puh. Die verlorene Rubine. Shit. Nein, nein, nein. Verschwinde nicht. Das macht mich jetzt traurig. Direkt an. Mal gucken, was es hier so gibt. Herzen. Sag mal. Warte mal, kann ich nicht. Puh, nein, nicht runterspringen. Oh, da oben ist Rubine. Scheiß drauf. Was geht's bei dir? Oh, du bist jetzt endlich eine Fee. Ach so, ich dachte, das wäre das Haus der Zwillinge, nicht der Drillinge. Was? Der Dekobaum hat dich zu sich. Jetzt kann ich mal auf B drücken. Das ist eine große Ehre. Anscheinend muss ich mit ihm kloppen. Wieso soll ich mich eigentlich mit einem Baum kloppen? Na gut. Geld. Geld. Jo, ey, nochmal Geld. Liegt überall Geld rum und niemand interessiert es. Die scheinen wohl alle genug zu haben. Was? Der Weg zum Dekobaum befindet sich. Ich weiß, aber da ist so ein Dorftrottel, der lässt mich durch. Oh mein Gott. Du hast nicht die Erlaubnis, das Dorf zu verlassen. Sagt mir ein Affenjunge. Der Dekobaum sprach, dass jeder Kokiri, der das Dorf verlässt, zum Sterben verdammt ist. An deiner Stelle würde ich es mir überleben mit dem Überlegen mit dem Sterben. Ohne Witz. Was gibt's denn hier drin? Haben wir hier? Big Boss, Türsteher. Kommst du da rein? Ups. Mach deine Vase kaputt, was machst du jetzt? Schlägst du mich? Alter, Haus der Drillinge ist das hier. Hast du meine Rubine geklaut? Lol, hat sich geglitscht. Wenn du etwas über die... Nein, du, ich kenne mich aus. Piss dich. Ich will dahin gleich gehen. Tschüss. I run. Auf da zu gucken. Geht doch. Wow, du streamst aber spät rein. Ach, so ein Affe. Die machen mich nervös. Lass mich da rein. Kriechen, kriechen, kriechen. Sexy ass. Ah, jetzt geht's. Klingt ja nicht sehr gesund. Abgeschissen. Der klingt nicht gesund. Gut, ich sag mal, das war's für... Wow. Oh. Interessante Physik. Ja, ich reite hier jetzt auf Stein. Gut, das war's von meiner Seite aus. Das war Part 1 von Let's Play Zelda Ocarina of Time. Keine Ahnung mehr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.